23.12., das heißt höchste Eisenbahn und höchste Zeit, um den Christbaum nicht nur zu zeigen, sondern ihn auch zu schmücken. Er ist schon geschmückt, obwohl ich den Eindruck habe, Menschenskinder, ich habe doch den Christbaum gerade erst abgeschmückt und die Kugeln eingelagert. Aber nein, so schnell verging das Jahr schon wieder, ist Jahresende und die schönste Zeit des Jahres, nämlich Weihnachten. Wenn ich zurückschaue, wenn ich Inventur mache in meinem Jahr 2022, dann bestand das aus ganz viel Musik, aus ganz vielen Fernsehgottesdiensten, aus ganz viel Schreibarbeiten, Büroarbeiten und es bestand aus viel, viel Radio, jeden Tag Radio. Und ich bin erfüllt von dem, was alles gelungen ist, bin natürlich auch traurig über das, was nicht gelungen ist, das gehört zum Leben, völlig klar. Aber alles in allem nach dem Motto, wenn manchmal auch mangelhaft, my utmost for his highest. So sagt es einmal Oswald Chambers, mein Bestes für den Höchsten. Und ich freue mich, dass wir in Sachen Höchsten immer noch auf Sendung sein dürfen. Es waren viele Begegnungen 2022, viele Konzertgottesdienste, Zuschauertage, Reisen. Und ich freue mich schon auf das nächste Jahr, denn da geht es gerade so weiter. Eine unwahrscheinlich wertvolle und erfüllende Arbeit mit großen Herausforderungen, das darf man auch nicht kleinreden. Aber wir sind Gott froh, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern dass Gott mit uns ist und dass er sich selbst um seine Sache kümmert. Ich freue mich riesig über die Musik, die im Jahr 2022 war. Das Songatelier läuft, viele neue Projekte sind entstanden. Und ich freue mich auch auf die Live-Konzerte, die auch 2023 wieder anstehen. Also ganz viel Gutes, ganz viel Schönes. Das Beste aber am Jahr 2023 wird die Jahreslosung sein. Ein Wort von Hagar. Sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Obwohl Hagar ganz oft den Blick auf den Boden oder in den Boden gesenkt hat. Obwohl sie Gott nicht in die Augen schauen konnte, weil sie sich geschämt hat wegen ihrer Niedrigkeit. Und Gott sagt, Hagar, ich sehe dich und ich denke an dich. Ich verlasse dich nicht, ganz egal was war, ganz egal wo du bist, ganz egal wie es dir geht. Ich stehe zu dir und ich stehe an und auf deiner Seite. Hagar, gesehen von Gott. Für uns heißt es im neuen Jahr, wir sind in Gottes Augen. Nicht mehr wegzudenken. Er schaut uns an, so wie wir sind. So hat er uns geschaffen, so liebt er uns. Und er liebt es, uns anzuschauen. Und wenn man so angesehen wird, dann ist man angesehen. Und wer angesehen ist, der kann sich sehen lassen. Und mit diesem Bewusstsein wollen wir zusammen in das neue Jahr 2023 gehen. Wir sind etwas, wir haben etwas, wir können etwas, weil Gott mit uns ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Menschenskinder, ich freue mich auf jeden von euch. Ich bin gespannt, wo wir uns begegnen. Ich bin gespannt, was uns diese Begegnung dann bringen wird. Und ich freue mich, dass ich es mit lauter Gesegneten zu tun habe. In diesem Sinne, ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und dann einen guten Start in das Jahr 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Übrigens gibt es dazu ja auch wieder ein jahreslosungs Lied von David Plus und mir. Und wenn ihr daran Freude habt, dann schenke ich euch doch eines als CD-Card. Denn wie heißt es so schön? Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Und das ist mir wichtig.